des Mysteriums. Oh Gott. Einer der ältesten Bäume, der Baum der Schatten, steht in den Hallen von Milcha. Milcha ist ein Ort der Ruinen, der Wurzeln und der Manie. Aha. Geht dorthin und bringt mir einen Zweig dieses Baums. Aber seid gewarnt, der Baum wird seine Geheimnisse nur demjenigen preisgeben, der sie verdient hat. Ja, nur dann kann ich einen passenden Behälter erschaffen, der die dem Fürsten dieses Reiches innewohnende Kraft aufnehmen kann. Oh, scheiße. Mit dem Stab könnt ihr vielleicht den Thron des Wahnsinns besetzen, aber ihr solltet wissen, dass so etwas noch nie versucht wurde. Nie. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr scheitern werdet. Das steht fest. Doch sage ich auch voraus, dass euch das nicht davon abhalten wird, es zu versuchen. Gut. Sheogorath's Stab bewahrt die Geheimnisse dieses Reichs. Es wird ein Gefäß benötigt, das dunkle Geheimnisse gesehen hat. Zierta hat mit ihren Augen Dinge gesehen, die kein Sterblicher erblickt hat. Der nennt mich ein bisschen an Vampir. Daher wird sich ihr Auge gut dazu eignen, das aufzunehmen, was im Stab verwahrt wird. Ihr habt ein Buch erwartet. Ein altes Buch, das alle Geheimnisse enthält, die ihr sucht. Doch stattdessen habt ihr... Individualität ist eine Illusion. Die Einzelheiten meiner Existenz haben nicht mehr Bedeutung als die Geschichte eines Steins. Super. Aber wenn ihr darauf besteht, ich war einst Bibliothekar der großen Bibliothek von Jigalak. Aha. Die große Bibliothek stellte den Höhepunkt der Logik und des folgerichtigen Denkens dar. Cool. Sie enthielt die logischen Vorhersagen aller jemals von einem Wesen ausgeführten Handlungen, seien es Sterbliche oder Daedra. Jede Geburt, jeder Tod, der Aufstieg Tiber Septims, das Numidium, alles. Alles vorhergesagt mit Hilfe der Formeln, die sich in Jygalaks Bibliothek fanden. Wie krass. Als Sheogorath die Bibliothek entdeckte, ließ er sie niederbrennen, da sie ihm ein Gräuel war und er beharrlich behauptete, die persönliche Wahl widersetze sich logischer Vorhersage. Nur ich bin von dem Wissen übrig, das einst in der großen Bibliothek Jygalaks enthalten war. Krass. Wie habt ihr überlebt? Nach jedem Zyklus des Grauen Marsches hat Sheogorath jede Form der Ordnung auf den Shivering Isles vertrieben oder ausgelöscht. Ich allein habe überlebt. Sheogorath kann sich nicht überwinden, das Wissen zu zerstören, das ich besitze. Cool. Stattdessen hat er mich an diesem Ort eingesperrt und mir verboten zu sterben. Ich habe kein anderes Wesen gesehen, bis das Schicksal, wie vorherzusehen war, euch zu mir gesandt hat. Schön, schön. Ich habe genug Wie gehört. Ihr wisst. Schattenbaum? Die Wurzeln des Baums der Schatten verlaufen. Es heißt, dass der Baum vom Wasser aus dem Hain der Spiegelung trinkt. In diesem Hain bekommt man gezeigt, wer man wirklich ist. Mhm. Nachdem ihr nun der Wahrheit ins Auge geblickt habt, hat euch der Baum seine Zweige gegeben. Also ich muss persönlich, also ich persönlich finde das unglaublich interessant, was er da, was Dius jetzt erzählt hat. Und ich muss gleich noch was dazu sagen. Ich liebe Bücher. Ich lese viel. Auch wenn ich zurzeit nicht viel Zeit dazu habe, weil, naja, Schule. Aber es ist jetzt vorbei. Ich muss erstmal nicht mehr in die Schule, weil ich habe meine ganze Abschlussprüfung gemeistert. Ich habe sogar relativ gut bestanden, muss ich sagen. Und yay! Und ich liebe Bücher, wirklich, ich liebe sie. Knotzen, Empfindungs- wie baumähnliche Wesen. Und wie gerne würde ich mich einfach mal durch diese wirkliche Bibliothek, oh Gott, nicht du schon wieder, lesen. Weil das muss einfach atemberaubend sein, das ganze Wissen der Ordnung da vor sich zu haben. Oh Gott. Ich habe schon wieder Wunschvorstellungen, die ich mir nie erfüllen kann. Echt schade. Ja, eine ziemliche Mischmasch-Rüstung, finde ich. Jo. Boah, du hast zwei Dinge. Ich muss das Auge erzählt hast und... Oh Gott. Also, da ist Milch. Da finden wir den... die heulenden Hallen. Ja, super. Da das Ding jetzt hier näher liegt und ich da... Ja. Hoffnungslager, dann renne ich da schon hinter. Oh Gott. Das wird jetzt lustig. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Lust aufzunehmen, ich habe Zeit, also... Null Problemo. Was haben wir hier Schönes? Stundenglas, blablabla. Ruhe, Silberglas, ja. Oh, schlafen. Schlafen.
Ja, natürlich sind Fallen in der Nähe. Was sonst? So, einfach mal ein bisschen Weg folgen. Oh Gott. Chiyogo hat Stab, das ist übel. Das sind nämlich ein bisschen an den Magierstab, den man auch erst zuerst sammeln muss und bla bla bla. Obwohl, der Magierstab, der Stab der Magiergilde hatte nur eine symbolische Bedeutung, wie früher Offiziere Schwerter hatten, aber wirklich nie damit gekämpft haben. Weil Shirgorath Stab vereint Geheimniswahrung, den ganzen Kram und ist wirklich ein Zeichen der Macht. Und ich glaube, mit dem würde er uns auch den Schädel zertrümmern, wenn er könnte. Oder wenn er wollte. Das hängt ja alles nur von seinem Willen ab. Das bereitet mir unglaubliche Sorgen. Weil vor allem ein typischer Shirgorath unvorhersehbar ist. Wie ihr ungleich gemerkt habt. Hallo, welche Person hält es schon lange aus, wenn er Wahnsinn und Ordnung sich vereinen muss? Ein bisschen... Ach, oh, scheiße. Was? Ach, ein Meierlurk. Ein Bodywalk. Meierlurk, ich bin ja auch so total blöd. Ich habe in letzter Zeit zu viel Fallout 3 geschaut. Einen guten alten Sorcerer 13. Schaut auf den Kanal. Yay. Jo. Danke, Bodywalk. Sehr nice. Aber wir sind noch nicht ganz da. Oh nein. Du musst auch so eine Endform, oder? Ja, natürlich, wir sind das. Knorz heißt er. Hey, super. Irgendwie steckst du fest, mein Freund. Okay, jetzt heißt es wieder verteidigen. Wow. Schnell reagiert. Was zur Hölle? Komm schon, greif an. Boah. Mann, wie ich bei jedem Schlag einfach mal fast zurückschrecke, ey. Das ist Hammer. Boah, ey, wie viel hält er aus, wenn er schon fast tot ist? Hallo? Was geht ab? Ja klar, jetzt kommt ein einziger Schlag und dann ist es tot. Auf jeden Fall kann ich warten, das finde ich sehr schön. Oh. Ich dachte jetzt schon. Ich vereine ja... das kommt jetzt so dumm rüber. Ich selbst bin ja nur so ein bisschen wahnsinnig, aber... Und ich kenne Leute, die sind wirklich die pure Ordnung. Zum Beispiel meine Mutter. Oder bestimmte andere Leute, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil... Wallbaum. Aber beides, das muss einen ja innerlich total zerfressen. Vor allem, wenn man sein ganzes Land immer wieder zerstört, wieder neu aufbauen muss und... Shirgorath tut mir an irgendeiner Stelle schon leid, auch wenn er diese ganze Scheiße aufgehetzt hat. Komm, schlag zu. Sehr schön. Ich für jeden Typen da einfach mal meine volle Energie brauche, weil ich sonst tot bin. Das ist der Hammer. So, was hast du Schönes dabei? Ja, Knorzwunde, super. Jo, natürlich sind wir Feinde in der Nähe. Was sonst? Wahnsinn, jetzt sehr schön. Will warten. Ich frag mich eh, ich glaube kaum, dass die eine da uns ihr Auge irgendwie freiwillig gibt und ich möchte mich jetzt mal eben schnell heilen. Bis gleich, Leute. So geheilt. Oh, auf an die Hand von Milcha. Oder generell nach Milcha rein. Warte. Noch ein Bodywalk, na super. Hört sich echt an wie ein Kind.
Wenn man eine Speckanfertigung hat sich verbessert, das finde ich sehr schön. Hat sich gerade mein Schwerkampf verbessert, weil ich in der Luft rumgefuchtelt habe? Ja, okay. Bin ich jetzt komplett blöd? Die sind doch irgendwo da. Ich gehe jetzt schon auf die Minikarte. Ja, das ist der riesige Baumstumpf, ja, was sonst. Wieso muss ja alles in einem riesigen Baumstumpf enden? Und wow! Das ist zu hart. Aus, ich verarscht jetzt und so, aber... Sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. Ich sollte mir Unterstützung holen. Hm. Schauen wir mal so einen dunklen Verführer. Wenn ich natürlich schweigsam bin, ist ja klar. Also... Liebt ihr auch schweigsam Zauber? Oh ja, ich liebe sie. Für Magier wäre das jetzt der Tod eigentlich. So, bitte einmal, dunkler Verführer, hau auf sie drauf. Danke. Greifst du mal an? Boah. Alter. Du dummer Dunkler. Was zum? Wo kommt ihr auf einmal noch her? Boah, ey. Was ist das denn? Brutaler Skeleton, klar, was sonst? Was zur verfickten Nachkommen. Ich werde jetzt total verarscht, oder? Ey, ich liebe dich, dunkler Verführer, ganz ehrlich. Ey, das hätte jetzt mein Tod bedeutet. Ey, was kommen da auf einmal so viele Gegner? Warum kann ich nicht mitten in der Luft warten? Was soll das? Ach du Scheiße, was war das denn für ein kranker Mist? Kommen da auf einmal 4 Gegner? Ritter der Ordnung, nervig. Zwei dieser Knorztypen, Knorz heißt er, nervig. Und gleich nochmal ein brutaler Skeleton. Ne, geil. Leute, das Spiel will mich echt tot sehen, also... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Das Spiel will mich ganz definitiv... Ach so, na dann, so ist das also gedacht. Schön. Ich weiß nicht, was hat Shiogura sich gedacht, als er diese Viecher ausgedacht hat? Die entspringen ja eigentlich nur seiner Fantasie. So, theoretisch. Und wie zur Hölle soll ich da jetzt hochkommen? Könntet ihr mir das bitte mal erklären, werte Herr? Werte Dame? Achso. Jump'n'Run-Einlagen. Uhu. Ist jetzt vielleicht mal der Eingang? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Hallo. Ich wäre unendlich froh, wenn jetzt irgendwo mal der Eingang wäre. Wahrscheinlich ist es total offensichtlich und ich wieder total blind. 100 pro. Er ist auf jeden Fall nicht hier unten, der ist da oben, aber... Wie soll ich denn da dran kommen? Nach außen rum. Wo soll der Scheiß, wo soll der dämliche Eingang sein? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ist das wie mit dem Versteck der Elytra? Habe ich auch nicht verstanden. Ah,